Viele von uns hatten schon lange keine Partnerin mehr. Jemand, der uns verliebt anschaut und auf den wir uns freuen, abends wiederzusehen. Als Mann kennst du das. Unser Herz sehnt sich nach einer tiefen Verbindung. Und das ist kein Kitsch. Da dürfen wir ehrlich mit uns sein. Erst recht schüchterne Frauen trauen sich meistens nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Oder dir zu sagen, wenn du etwas falsch gemacht hast, zu langsam oder zu schnell warst. Ich möchte dir mal diesen Kommentar vorlesen, den ich gestern von einer Frau bekommen habe. Kurze Frage. Ich habe einen Mann kennengelernt und er ist so nett, singt Lieder, macht haufenweise Komplimente, die mir zu viel sind. Ich mache Mist und warte auf Grenzen seinerseits, aber er ist total verständnisvoll und liebevoll. Haben beim ersten Date auch rumgemacht und stundenlang gekuschelt und gestreichelt. Spannung war da. Das zweite Date hatte ich ein lustiges, erotisches Spiel mitgebracht und wir waren uns wieder sehr nah und waren richtig heiß aufeinander. Haben uns verwöhnt, aber den Sex vorerst gelassen, obwohl es echt sehr heiß wurde. Nun, da wir eigentlich noch in der Kennenlernphase sind, interessant zu sehen, dass sie sich auch diesem gesellschaftlichen Druck ausgesetzt fühlt, beim ersten Date bloß nicht zu weit zu gehen. Vielleicht war er es auch, der dann irgendwann die Bremse gezogen hat, aber ist schon spannend. Vielleicht könnten wir uns alle mal ein bisschen mehr entspannen und einfach das tun, worauf wir wirklich Lust haben, ohne uns danach zu richten, was die Gesellschaft für richtig oder falsch erachtet. Wenn wir niemanden dabei verletzen, wäre einfach schön, wenn mehr Leute auf ihr Herz hören würden. Nun überhäuft er mich per WhatsApp mit Komplimenten und Nachrichten und Bildern von seiner Arbeit etc. Aufgepasst, was sie als nächstes sagt. Und es fühlt sich alles zu eng an. Ich will eigentlich eine feste Bindung, nur irgendwie langweilt mich seine ständige Verfügbarkeit und dass ich alles weiß, was er gerade macht. Für das nächste Date hat er sich diesmal was einfallen lassen. Ich weiß, was das geben wird, aber irgendwie drücke ich auf Stopp. Das ist alles sehr süß und lieb und er kauft mir, was ich gerne esse und will wissen, was ich zu vielen Themen denke. Und jetzt hör genau darauf, wie sie sich ausdrückt. Aber es erdrückt mich fast. Was lässt uns das alles über ihre Gedankenwelt erfahren? Sie mag ihn, aber sie fühlt sich in die Ecke gedrängt und hat das Gefühl, sie kann nicht mehr atmen. Als Mann möchten wir für eine Frau da sein, natürlich. Aber keine Frau will einen Mann, der sich ihr ständig anbietet. Und warum? Weil sie sich dir auch mal anbieten möchte. Sie möchte auch mal Schritte auf dich zugehen. Aber dazu braucht sie Raum. Gerade schüchterne Frauen werden dir nicht erzählen, was sie fühlen, weil die meisten Männer es in ihrer Vergangenheit nicht verstanden haben. Wir Männer verhalten uns oft wie Hunde. Es ist wahr. Und das meine ich völlig liebevoll. Wir sind treu, manchmal treudoof. Wir sind ständig verfügbar und freuen uns total, bei unserem Herrchen oder unserem Frauchen zu sein. Die weibliche Energie jedoch, die verhält sich anders. Wir können uns diesen Weisheiten aus dem Tantra und dem Fernöstlichen von vor tausenden von Jahren her bedienen. Die weibliche Energie ist mehr wie eine Katze. Und jeder von uns hat beides in uns, die weibliche und die männliche Energie. Katzen wollen auch in deiner Nähe sein. Katzen lieben es, sich auf deinen Schoß zu setzen und zu schnurren. Aber wenn du ihr ständig hinterher rennst, wird sie vor dir flüchten. Und dann bleibst du mal stehen und rennst ihr nicht hinterher. Und siehe da, sie kommt zu dir. Es ist diese weibliche Energie, die einfach Raum braucht, damit sie sich uns annähern kann. Wir müssen es so verstehen, eine Frau will, dass du auf deiner Reise bist. Sie will nicht zum Ziel deiner Reise auserkoren werden. Wenn wir das Ende eines Filmes schon kennen, bevor wir ihn uns angeschaut haben, dann ist die Spannung weg. Das nennt man einen Spoiler. Und keiner mag einen Spoiler. Wir nicht und Frauen auch nicht. Leider denken aber viele Männer so. Jetzt, wo ich sie habe, kann ich endlich stehen bleiben. Sie ist jetzt mein Ein und Alles. Aber wenn sie dein Ein und Alles ist, dann heißt das, dass du nichts anderes hast. Keine Bestimmung, keinen Sinn, keinen Spaß, keine Freunde, keine Hobbys, keine Werte. Aber stopp! Du hast Werte. Du hast einen Sinn. Man hat dir nur eingetrichtert, dass du Frauen so behandeln musst. Aber so ist es nicht. Wenn du nach deinen Werten handelst, dann nimmt sie dich von Anfang an als attraktiven Mann wahr. Dann begegnen wir uns auf Augenhöhe. Und sie kann sich unsterblich in dich verlieben. Ich habe ein kostenloses Videotraining für dich erstellt, wie du dich mit deinen eigenen Werten für Frauen so attraktiv machst und entlang der Reise die richtige herauskristallisierst. In diesem 45-minütigen Kurs bekommst du einen Leitfaden, wie du die richtige Frau entdeckst, verführst und entlang der Reise wirklich tiefgründige Erfahrungen machst. Du kannst es dir jetzt direkt zu Hause anschauen. In diesem Kurs werde ich dir viele dieser Fragen beantworten und du wirst wirklich das Gefühl haben, dass du endlich weißt, was du tun sollst. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder hier.